Gott, wenn ich jetzt selber, sag ich mal, den Platz habe und habe eine Tochter oder einen Sohn, der reiten möchte oder so, ist es gar nicht so gut, dass ich ein Pferd bei mir halte. Wenn ich jetzt nur eins habe, ist es gar nicht so gut für das Pferd. Ist es natürlich besser, wenn man so wie bei dir in einer Anlage, wo es, glaube ich, insgesamt 53. 53 Einwohner hat, da oben Ja, am richtig. Schenkenfeld, nicht? Ja. Und einige, die da für die Betreuung zuständig sind, nicht? Richtig. Und ist es aber auf jeden Fall besser, wenn das Pferd eben gleichgesinnte soziale Kontakte hat. Ja, unbedingt, ganz wichtig. Es ist, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das überhaupt gestattet ist, denn jeder, der eine Pferdehaltung hat, muss das ja auch vom Veterinäramt anmelden und überprüfen lassen. Man braucht ja auch eine Eignungsprüfung. Ne? Und im Tierschutz, Pferd in Alleinhaltung geht nicht konform im Tierschutz. Gut, das wird es vielleicht ab und zu mal geben, aber ich habe bei dir gesehen, da gibt es dann eben verschiedene Rubriken Ja. und selbst alte Pferde dürfen bei dir noch bleiben, also werden nicht geschlachtet, Nein. sondern kriegen da ihr Gnadenbrot. Du hast extra eben eine Koppel oder Wiese, Richtig, wo ja. eben die ihren Lebensabend genießen können. Richtig. In der Herde selber gibt es immer unterschiedliche Altersstufen und die Herde reguliert sich auch sehr gut selbst. Aber Pferde, die jetzt krank sind, die jetzt vor allen Dingen nicht mehr rennen können, die separiere ich und lasse die in eine extra Herde, wo es etwas ruhiger und gediegener ist, einfach damit die auch ja, ihr Leben noch genießen können. Die haben lang für den Schulbetrieb gearbeitet und warum sollte man ansonsten ein gesundes Pferd zum Schlachter bringen? Das widerspricht jeglicher Ethik oder auch verkaufen. Es gibt ganz fürchterliche Geschichten in Deutschland, wenn man ein Pferd verkauft oder als Beistellpferd verkauft. So heißt es, wenn die nicht mehr zum Reiten benutzt werden können, mag ich gar nicht weiter darauf eingehen. Ist oft ein sehr langer Leidensweg dann für die Pferde vorprogrammiert und das mache ich einfach nicht. Das ist natürlich eine tolle Sache. Jetzt hat man also die Möglichkeit, also wenn ich jetzt ein Pferd habe, kann ich zu dir kommen und sagen, okay, das Pferd steht dann bei euch und wird da natürlich auch betreut. Und dann gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten für den Besitzer selber zu reiten. Ich glaube, auch Privathalter können dann Reitunterricht auch nochmal Ja. nehmen und dergleichen. Also werden bei dir ganzheitlich betreut, kann man so sagen. Ja, kann man sagen, die werden ganzheitlich betreut. Also die Pferde haben Boxen mit Paddock, wie es du vorhin schon erwähnt hast. Das heißt, sie können jederzeit wählen, möchte ich Indoor sein, also Regen- und Sonnengeschützt, oder möchte ich Outdoor sein. Das ist außerhalb der Herdenzeit. Also Sie haben Ihre Ja, eigene Terrasse, sie wenn haben man ihre das so eigenen schön sagen Terrasse darf, oder Raucherbalkon, wie man das auch immer ne? ausdrücken macht. Mag. Die Pferdebesitzer wissen mittlerweile auch um den Wert einer Herden- und Paddockhaltung, weil sie einfach weniger Kosten haben für Tierarzt, ja, oder auch für Physiotherapie, weil die bleiben länger gesund. Und die können bei mir auf der Anlage alles machen. Sie können Reitunterricht nehmen, sie können selber reiten, sie können Bodenarbeit machen und sie können auch pferdegestütztes Coaching nehmen. Also es gibt da vielfältige Möglichkeiten.